Was vermisst du am meisten aus Germany? Kommt mal wieder was mit Fanus in Zukunft. Ich über eine Stunde Zeit, der macht den Fade Fresh, Bruder, der macht Massage, der macht Gesichtsmaske, der macht alles, Bruder, weißt du? Also Mitch hat gemeint, ist schon, ich sage nee, Bruder. Weil der eine Bulle hat zu mir gesagt, nee, ich glaube, dass es dann auch erst nach den Wahlen entschieden ist, so weißt du? Es nimmt zu diesem positiven Urlaub, Pelikan, weißer Strand, Meer, kurz ins Wasser gehen, Vibe, nimmt es irgendwie so ein bisschen weg, Bruder. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club und ich. Yo, 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 was geht ab, meine lieben Freunde? Live dabei ist alles, weil live dabei ist alles, weil wir sind ja schon live dabei. Wie geht's euch, Leute? Twitch it in, man. Wir sind mal wieder da. Wir sind down. Hab im Schlafzimmer schon die Klima an. In Deutschland, oder was? Oh shit, Bro. Killer, Digga. Gutes Wetter heute gewesen, sagst du, wa? Digga, I like that very much, man. Ich schwör dir, ich freue mich für euch, Digga, dass ihr auch jetzt langsam wieder leben dürft. Aber wie ist denn das? Musst du dann da einen Corona-Test nachweisen oder eine Impfung oder so ein Shit? Oder wie sieht das aus, Bro? Freshes Insta-Bild, Bre. Ich küsse dein Herz, Bro. Tu dir keinen Zwang an, den Link davon auch gerne in den Chat rein zu scammen, Digga. Ed Da Vinci, nochmal ein Dreier drauf. Ach, was soll der ganze... was soll der Geiz? Lohn ist da. Eddie it in, man. Bester Mann, Digga. Ich küsse dein Herz, Bro. Sieht schon deutlich sexier aus, so, ne? Da muss ich hier auf dem Handy gucken, Digga. Mach mal Coin Talk. Ich habe da leider nicht so viel Ahnung drüber, ne? Sonst würde ich es gerne machen. Warum modelst du nicht? Bin ich nicht geil genug, oder? ich finde mich nicht so hübsch, Bruder. Ich weiß, dass ich Ausstrahlung habe, aber ich bin nicht so ein, ich weiß nicht, Digga. Ich bin nicht so ein Babyface. So ein Modelface bin ich eigentlich nicht. So finde ich. Körpermäßig vielleicht. Ich müsste mal international, vielleicht mal nach Amerika, wenn ich mein nächstes Ziel angreife, so, dann müsste mal international Amerika irgendwie gucken, Fitnessmodel irgendwie, was in die Richtung. Könnte mit meinem Körper schon ganz gut funktionieren eigentlich. So athletisch, weißt du, nicht unbedingt jetzt Bodybuilding, sondern so athletische Sachen. Sport. Du bist geile Sau, sagt einer. Ich küsse dein Herz, Bruder. Kauf Bitcoin und Ethereum. Mein Onkel shift Ethereum, Bro. Also ich bin da schon familienmäßig auch an der Quelle irgendwie. Und der schifft krass, Digga. Also der hat eine ganze Farm im Keller. Eine ganze Rechnerfarm. Sitz mal ein bisschen, quatsch mal ein bisschen, oder was? Hemd it in, man. Gib mir die Hemd-Vibes, Digga. Kudos, Kreuzberg, Bro. What's going on here, man? Faust oder was? Bildschirm 2.0, Digi? Kontakt mit PA, Bro. Ab und an, Digi. Ab und an schreibt man sich mal auf WhatsApp. Was hältst du eigentlich von Peso und 6PM? Fühle ich persönlich null. Kenne ich gar nicht so richtig, Bro. Hat man mal gehört, aber ich habe mir die Klamotten noch nicht angeguckt, reingezogen, bestellt. Nö, I don't know. Aber die machen Numbers, Digga, und das respektiere ich immer. Was vermisst du am meisten aus Germany? Meine Mom. Grüße gehen raus. 6PM ist von wem? Ashraf. Heißt im Club, überall Stream. Stream it in, man. Come on, give it to me, motherfucker. Neueste Folge auf Lovelock Lifestyle, Digga. Jemo, du bist der beste Mann, Digga. Ich schwör auf alles, Bro. Feed mit Nate geplant? Nope. Wann kommst du nach Deutschland? Gar nicht. Nee, Spaß. Das nächste Mal, wenn ich Mama besuche, denke ich mal. Aber würdest du machen? Wenn alles passt, wenn der Song passt und alles zusammenpasst, dann why not, Bro? Muss passen halt, ne? Der Vibe muss stimmen, die Energie muss stimmen, der Song muss, der Beat muss passen und so. Dann why not, Bruder? Ich würde mich eigentlich so, wenn alles passt, würde ich fast mit jedem was machen. Lässt sich deine Familie impfen? No. Kommt mal wieder was mit Fanus in Zukunft. Hab die Kombi übel gefeiert. Ja, ich auch, Bruder. Ich auch, Digga. Ich hoffe, es kommt mal wieder was von uns beiden zusammen. Wir sind auf jeden Fall regelmäßig in Kontakt. Gestern haben wir wieder gefacetimed. Der ist gerade mit seinem Cousin und einem anderen Kumpel. Awet, sind die gerade in Portugal, Digi. Ein paar Tage abschalten. Gestern gefacetimed, so. Auf cool. Also wir sind Brothers für immer, so. Und wenn wir auch mal wieder ein bisschen mehr in der Nähe sind, dann, also sobald wir in der Nähe sind, sobald wir in einer ähnlichen City wohnen und so, dann kommt wieder was von uns. Habt ihr auch gemerkt, wo ich in Mannheim war, kamen ja auch ein, zwei Sachen wieder von uns zusammen so. Also wir machen auf jeden Fall immer was zusammen, wenn wir uns sehen, wenn wir in der Nähe sind und so. Ja, Mann. Aber es ist natürlich auch so, dass unsere beiden Leben sich parallel in verschiedene Richtungen entwickeln so. Ich bin einfach so nach Mexiko abgehauen. Der Bruder macht seinen Haarwuchscoach Shit und so. Deswegen... So, es ist leider so vom Räumlichen nicht möglich gerade, aber so von den Vibes immer, jeden Tag möglich. Nice, nur Liebe für euch.
Beste Kombi, Day One Vibes. Brutal, Digga. Ich hab's geliebt, mit dem Bruder meine Sachen zu machen. Geile Zeit in meinem Leben so. Während sie uns unsere Köpfe auf den Boden drücken, denkt ihr nur daran, wie kann ich morgen Arsch abwischen? Fühle ich, feier ich, präg mich. Was zahlt man in Max für Friseur? 350 Peso zahle ich. Sind umgerechnet. Oh shit. Ich höre gerade Bullen. Ach du Scheiße, Digga. Was ist denn jetzt los? Stier, Digga. Oh shit, man. Für den zweiten Monat am Start, Digga. Wer war das jetzt gerade? Scheiße, jetzt habe ich den Namen nicht gesehen. Ah, Elias 320, Bruderherz. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön für die weitere Unterstützung für den nächsten Monat, Bro. Ich küsse dein Herz. Auf jeden Fall 14 Euro. Ja, aber der macht halt auch Bart. Na, mit Bart und alles zusammen. Und der lässt sich über eine Stunde Zeit. Der macht den Fade Fresh, Bruder. Der macht Massage, der macht Gesichtsmaske. Der macht alles, Bruder, weißt du? Und deswegen passt es für mich so. Was ich gerade sagen wollte, Digga, wegen der Polizei auch eben. Gerade ist bisschen Carmelo bester Mann, Digga, ist so. Bester Barber in the world, man. Ed Da Vinci, Bruder, kleiner Vorschuss für nächstes Musikvideo. Du hast mich gefickt, Bruder. Ich schau auf alles, Alter. Geiler Typ, I love you, man. Auf jeden Fall sind jetzt am Wochenende hier die Wahlen, Dicker. Morgen, Samstag, Sonntag, Dicker. Ich bleib auf jeden Fall komplett zu Hause am Wochenende. Weil hier gerade Wahlen sind und während die Wahlen sind, ist wild, Dicker. Ist wild, Bruder. Die versuchen sich alle hier durchzusetzen und so. Ekelhaft, Bro. Jeden Tag hörst du irgendwelche Sachen, Digga. Jeden Tag wird irgendwo einer gekillt und so ein Scheiß, Bruder. Deswegen bleibe ich erstmal zu Hause. Aber so wie ich das jetzt gehört habe, ist auch dann danach wirklich gechillter. So, weil dann hat sich alles geklärt mit Wahlen. Kartell hat einen neuen Deal und so, dies, das, bla. Und dann ist alles easy. Und dann ist auch Marihuana legal, Digga. Das soll wohl irgendwie, dafür soll wohl vorgestern die Abstimmung gewesen sein. Und dann, ja, Mann. Ist Marihuana legal, Digga. Jetzt. Also Mitch hat gemeint, ist schon. Ich sage, nee, Bruder. Weil der eine Bulle hat zu mir gesagt, nee. Ich glaube, dass es dann auch erst nach den Wahlen entschieden ist, so weißt du? Merkt man eigentlich den Einfluss vom Kartell stark auch so im normalen Leben? Ich habe letztens mit Bardo auch drüber geredet, Digga, vorgestern saßen wir oben und da habe ich ihm auch gesagt, ich so, Bruder, langsam fühle ich das auch nicht mehr so, wenn ich am Strand chille, so, für mich sein will, ne, so richtig in meiner Zone bin, abschalten will, vielleicht ein bisschen ins Wasser und so, und dann kommen einfach zwei, ich war da ganz alleine an dem Abstimmen, und dann kommen zwei Armeetypen mit so fetten Waffen, so. Das nimmt so diesen positiven Urlaub, Pelikan, weißer Strand, Meer, kurz ins Wasser gehen, Vibe, nimmt das irgendwie so ein bisschen weg, Bruder. Weißt du, das ist so eine Tension, die dann da ist. Und wenn du hier lebst, dann, also ich bin so ein Typ, ich merk das schon an den ein oder anderen Stellen. Du weißt halt, dass es hier so ist. So, und du weißt halt auch, dass es hier eigentlich keine Gesetze gibt in Mexiko so, sondern das ist alles irgendwo korrupt und du kannst alles irgendwie mit Money klären und wie wer mit wem involviert ist, so tief stecke ich da auch nicht drin, aber das hat natürlich auch mit dem Kartell zu tun, dadurch, dass es ein Narkostaat ist, so mehr oder weniger, ne? Und du merkst es halt schon, Mann. Du merkst es schon. Die Vibes, du spürst es. Wenn du in so einer Energie, sag ich mal, ein energieempfindlicher Typ bist, dann spürst du das schon so. Na, Mann. Ist das dein Studio, Mike? Yes, yo. Wenn ich den Stream anschmeiße und das Mic umstelle, ne? Wenn ich den Stream anstelle und das Mic so umstellen muss, rausziehe und Ding, dann war ich fleißig den Tag vorher. Dann habe ich Mucke gemacht. Wenn das Mic so ist, wenn der Stream startet, dann war ich wieder nicht fleißig, Bro. Weißt du, ich meine? Waldhof, beste Mietpreise. Ja, Mann, auch beste Vibes, Digga, beste Energie. Beste Strand auch in Waldhof. Benz Baragevejo. Ich bin der Heiße im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah, zu zweit aus dem Körper.